2000 Euro Selbstbeteiligung für Kassenpatienten. Neues vom Professor Dr. Raffelhüschen. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Rentenpapst Professor Dr. Raffelhüschen hat jetzt die nächste neue Idee, wie man die gesetzliche Krankenversicherung finanziell entlasten kann. Schon ganz erstaunlich, was dieser Mann so alles für Ideen hat. Jetzt sagt er oder macht den Vorschlag, dass alle gesetzlich Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zu 2000 Euro Selbstbeteiligung selber aufbringen sollen, um sich mehr an den Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung zu beteiligen. Wir wissen, dass die gesetzliche Krankenversicherung aktuell chronisch unterfinanziert ist. Wir reden 2023 von 17 Milliarden Euro, die da fehlen. Der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ist ja schon gestiegen. Und jetzt wird ja prognostiziert, dass bis 2030 der gesetzliche Krankenversicherungsbeitrag von aktuell, 14, noch was Prozent auf knapp 22% steigen könnte, inklusive Zusatzbeitrag. Das sind natürlich keine schönen Zahlen, das ist völlig klar. Aber wer soll sich denn von den gesetzlich Krankenversicherten, die hart arbeiten, die Steuern zahlen, die auch anderweitig Beiträge noch zahlen, noch 2000 Euro Selbstbeteiligung im Jahr leisten? Das kann Herr Professor Dr. Raffelhüschen, das kann gegebenenfalls sogar ich, das kann auch Herr Karl Lauterbach, der im Übrigen diesen Vorschlag von Raffelhüschen sofort umgehend abgewiesen hat. Er hat gesagt, das ist Unsinn, das kann man mit den gesetzlich Krankenversicherten und mit ihm auch nicht machen. Ich sage zu Recht, so geht's nicht. Meine Damen und Herren, was wir brauchen ist, um das Demografieproblem zu lösen, wir brauchen nicht nur neue Arbeitskräfte in Deutschland, sondern es müssen alle in eine einheitliche Krankenversicherung in Deutschland einzahlen. Wir brauchen keine 100 gesetzlichen Krankenversicherungen. Wir brauchen eine gesetzliche Krankenversicherung, in die alle einzahlen. Unter anderem auch Professor Raffelhüschen, auch ich sollte da einzahlen. Wäre ich sofort mit dabei, kein Problem. Und dann noch eins. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Herr Professor Dr. Raffelhüschen ist ja Professor an der Universität in Freiburg. Zumindest kann man das im Internet so nachlesen. Ich gehe davon aus, dass er als Professor eine Beamtenstelle hat. Wenn er eine Beamtenstelle hat, dann ist er zu einem Teil in einer Beihilfe kostenfrei krankenversichert, meine Damen und Herren. Wenn jemand kostenfrei krankenversichert ist, und vielleicht ist das ja bei Herrn Professor Dr. Raffelhüschen der Fall, dann lässt es sich natürlich sehr einfach darüber reden, mal zu sagen, 2000 Euro zahlen wir mal alle ein, noch zusätzlich, die gesetzlich Krankenversicherten. Davon betroffen wäre ja dann der Professor Raffelhüschen in keinster Weise. Meine Damen und Herren, so geht's nicht. Ich sage, diesen Vorschlag müssen wir, dürfen wir erst gar nicht weiter propagieren. Herr Professor Dr. Raffelhüschen, nehmen Sie diesen, gelinde gesagt, schlechten Vorschlag zurück. Er gehört in die Mottenkiste. Ich denke, dass wir in Deutschland eine gesetzliche Krankenversicherung notwendig haben und die ist auch bitter notwendig, wenn wir uns die Altersdemografie in unserem Land anschauen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.